Hallo und herzlich willkommen bei zwei Dödels alleine Wald oder bis es knallt und einer weint. Und mit dabei? Power Rangers! Genau. Die, die nicht weint. Ha. Und so schaltet sich die Wald. Ha. Und wir haben was Neues zu zeigen. Genau. Ich glaube, euch ist das in der letzten Folge noch nicht aufgefallen, dass hier so viele Steine liegen. Diesmal auch angereiht und nicht nur einfach so durch die Gegend. Und zwar, wir haben noch einen Weg. Ein Weg. Wie schön die Powerbrüste mir untertreibt. Ja, der geht jetzt hier lang. Übrigens haben wir da auch noch ein bisschen was Neues gemacht. Noch ein paar Skulls hingestellt da oben. Damit das noch ein bisschen besser aussieht als vorher. Noch skulliger. Ja. So, dann geht das hier so lang. Laufen, laufen. Oh, warte, was? Ja, ich hab's auch gerade gehört. Oh Gott. Ich wollte auch gesagt, mach mal so lärm, aber... Wow, 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 wow. Das geht ja gleich gut los. Alter, der kommt da einfach mal durch den Hof gelaufen. Ich war am Weg bei ihm. Alter. Ich hab immer noch viel Feinde gekommen, ey. Ja, yeah. Das hat reingehauen. Blödi, du, was soll das? Das ist hier nicht erlaubt, während der Anmord und Vorführung einfach ins Bild. Immer diese... Alter, wie der gerade ins Bild geloppelt ist, siehst du? Einfach mal so durch unseren Burghof hier. Naja, auf jeden Fall. Führt der Weg dann einmal auch hier ran? So, so, da. Dann haben wir den Weg, den kennt ihr hier noch. Den wir ja letztens hier mit dem Hotel verbunden haben. Dann ging das natürlich ja auf der anderen Seite auch noch weiter, weil, ne, und so. So. Ist auch gerade wieder so schön bewachsen, wie ich mir im Film gerade auffällt. Und dann geht das einmal hier hinten lang rum natürlich zum Eingang. Na, na, na. Haben wir das nicht fein gemacht? Ja, da haben wir gesammelt wie die Weltmeister. Ich glaube, so langsam denkt jeder, wir haben ein Steinsammelfeti. Fällt ja auch überhaupt gar nicht auf, also dass wir hier viele Steine sammeln würden. Ah, Ringgebirge. Also ich sammle nicht viele Steine. Nein? Ich stehe gerade um sein Sammelbecken hier. Ach, und ich glaube, das war in der letzten Folge auch noch, nicht? Wir haben ja eine kleine Mini-Brücke. Ja. Hoch und einmal runter. Auch so lange eigentlich nicht. Alles über eine Sekunde ist lange bei uns. Weil ich so schlau war und das hier so lang gemacht habe bei Steinen. Da drumrum. Aber wir haben das schick gemacht. Wir haben hier so Skulls am Anfang und hier Skulls am Ende und haben einfach eine schöne Treppe hier rüber gemacht. Genau. Jetzt habe ich mich eingemanscht. Was Powerbrezel so gerne machen. So. Naja. Das Ding kennt ihr ja noch. Was ist denn heute eigentlich so auf unserem Plan? Weil Wege werden wir heute nicht bauen. Das haben wir denn, glaube ich, erledigt. Ja, das ist schon mal Freude, Freude, Freude. Wir werden heute, wie ihr gerade am Anfang gemerkt habt schon, unseren Außenbereich der Base ein bisschen mit Fallen sichern, damit nicht wieder so eine Anmordstörung passiert. Ja, aber ob der am Seil hängt, war aber zu bezweifeln. Da reißt ja gleich das Seil durch. Der liegt ja immer noch da, lol. Dann bauen wir halt andere böse Sachen, aber ja, haben ja unsere Möglichkeiten hier. Wie der hier so rumgelippert. Ich sehe hier ganz viele Bäume. Ja, damit wir eine Ommel kriegen. Wir bauen eine Ommel für die Ommel. Destiniert für diese Aufgabe. Wo wollen wir denn eigentlich unser Galgenmännchen-Spiel hinbauen? Ich würde sagen... Hier oben auf dem Berg? Ja, gute Idee. Obwohl, hier bauen, hier ist es ja alles wieder schräg. Nee, ich würde sagen, da in der Nähe von ein paar Bäumen. Ich würde sagen, hier vorne, falls wir mal zu Fuß kommen. Hier nehmen wir gleich die Bäume da vorne. Dann haben wir hier gleich eine Flucht. Also wenn dann hier so, wo wir gerade stehen. Danke. Beginnen wir mit den... Ach Gott, das ist ein Katapult. Mit den Planen. Da steht Schlingfalle und das ist ein Katapult. Okay. Auch nicht schlecht.
aber der Preis ist derselbe. Also bei mir ist Schlingfalle auch Schlingfalle. Bei mir nicht. Oder? Ja, du solltest mal ein neues Buch kaufen. Ich glaube, dein Skillbook ist schon ein bisschen älter. Ich habe zweimal Schlingfalle, cool. Das Katapult ist bei mir auch eine Schlingfalle. Nummer 1. Okay. Alles klar. Nummer 2. Warum ist ein Kreis? Was, so weit auseinander? Ah, du weißt. Dann setzt sich da noch einer zwischen. Gott, wirklich. Eine Gefangenen. Okay, wenn ich das sehe, wie du das baust, dann habe ich auch noch ungefähr einen Abstand. Könntest du so machen, dass sich die Äußeren mehr berühren? So, ich habe das jetzt genau in der Mitte gestellt, so zwischen die beiden Balken, dass dieser Ständer, der in der Mitte hier, quasi dazwischen steht. Ich würde sagen, so hatte ich das jetzt. Jetzt habe ich es gedreht. Also mindestens so, dass sie mindestens zusammenstehen und dazwischen eigentlich auch noch. So, dass sich die äußeren Balken immer berühren. Joa. Brauchen wir zumindest den gleichen Abstand. Zumindest theoretisch. Theoretisch, ja. Ihr wisst, unsere Theorie ist nicht unsere Praxis. Na gut, aber die Lücke ist hier recht groß. Dann würde ich da wieder einen dazwischen setzen, denn. Du machst die Zwischensätze, ich mach die Aussetzer. Alles klar. Ein Spektakel. Hoffentlich laufen die doch rein, sonst gibt's Ärger. Ich sehe uns doch schon hängen, alle nicht lang. Ih, das passt nicht, guck mal. Bitte! Ui. Nein, schon wieder zu weit. Ui. Müssen wir da noch einen Weg rumbauen? Ja, genau. Damit die da auch mal schön reinlaufen. Guck mal am Ende, das könnte problematisch werden. Außer wir löschen den letzten und drehen ihn noch ein Stück rein. In hier. Ha. Ja, die ersten beiden müssen dann gelöscht werden, glaube ich, ne? Der andere muss ja auch noch reingedreht werden, denn. Musst du die beiden wegnehmen. Weil der passt hier dann auch nicht, guck. Ja. Der hier, der geht, der erste hier. Das studier mal, dann weiß ich, wenn wir uns mal sicher sind. Okay, weiter. Ein Glück. So. Okay, dann muss ja hier noch einer dazwischen. Wenn ich das so richtig sehe. Mindestens. Ja, was soll das sein? So nicht, Kollege, so nicht. Du musst so raus, genau. Geht nochmal. So. Hab schon. Ja, dann noch einer zwischen hier und dann. Genau. So die Pampi. Ja, so ganz kommt das mit den Abständen aber nicht hin hier, ne? Nee, so wirklich nicht. So wirklich ist es kein Kreis geworden. Hier war der richtig. Hier ist ein richtig guter Anfang. Ja. Und irgendwo hört es dann auf. Ach, das geht. Können wir hier nur einen reinnageln? Ja, hier sind die Unterschiede, aber guck mal, hier hängen die Seile, sind die Seile so dicht zusammen. Dann geht's weiter auseinander. Dann hast du hier wieder. Und dann hast du einen riesengroßen Abstand. Und dann geht das relativ gleichmäßig weiter. Hier hinten passt das mit den Seilen nicht. Oder wir zimmern da jetzt wirklich Seil an Seil dicht drumherum. Dann fällt das nicht mehr auf. So wie das quasi so angedacht war, so fett im Kreis. Ja, machen wir das. Wir stopfen alle Lücken. Oh, das war natürlich falsch. Einmal erst. Oh ne, war doch fast richtig, siehst du?
Wir werden so hart Bäume fällen. Ja, Leute, das spiegelt auch wieder unseren bösartigen Charakter wieder. Wir sind eine gemeine Sachen bauen. Findest du? Also ich finde, wir sind richtig nett. Wir geben denen einen Spielplatz. Auch wieder war. Doch, das spiegelt mal wieder unseren guten Charakter wieder. Dass wir das als Spielplatz sehen. Mann, ich drücke mir eher statt. Wartet, bis das fertig ist. Collision. Mann, dass sie immer so früh hier auftauchen. Ja, das ist die. Die nehmen sich selbst immer ihre Überraschung. Genau mit dem blöden Kani-Hotel. Echt? Da waren die auch schon alle vor der Öffnung da. Und blöd war natürlich das falsche Wort. Oh, Alter, das sind richtig viele. Ja, komm, das heißt Einsatz fürs Hotel. Und ich bin hungrig, ich kann auch nicht hungrig kämpfen. Ja, dann gehen wir ins Hotel, da gibt's Essen. Und als Mitarbeiter kriegst du sogar Rabatt. Cool. Kommt mit, Jungs. Hallo. Hallo, warte ich mal an. Ich hab schon. Da liegt immer noch ein Kopf drauf. Ich brauch mal jetzt Wille. Nicht mehr. Und wieder können wir sie von der Wand pflücken. Ah, die anderen Jungs wollen sie abgehauen. Ja, voll kacke. Ja, die wurden ja zur Spielplatzeröffnung eingeladen, nicht zur Hotelöffnung. Ja. So, Knochen, macht hin. Weil weggehen vom Feuer darfst du ja nicht. Nee, musst du instant einsammeln. Ja. Am besten noch das Fleisch runterpulen vorher. Ich höre ihn. Hier steht bei mir eine. Da sind sie. Geht doch. Warum denn nicht gleich so, Kollege? Das muss schneller gehen mit dem Reaktivieren. So. Yeah. Hallo Nachbarn, wo seid ihr? Komm, brenn hin hier. Was? Ich brauche einen Schädelkorb, das geht alles nicht. Wir zwei. Wir machen das machen. Wir werden mal. Hier knurrt schon wieder was. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Was knurren? Wo atmet die Sau? Hier ist der doch irgendwo. Hallo! Da ist er. Wir haben geöffnet! Ich glaube, ich lege meine Zwille auf die 4. Da ist er. Hallo! So teuer sind wir gar nicht. Komm ruhig ran. Das ist jetzt. Ja. Ja, richtig. 1, 2, 3. Warte mal, ich schicke ihn. Ja, trau dich. Ich schicke dir eine Einladung. Was hast du da drauf geschrieben, Mann? Komm, innen, find out. Guten Tag. Also, cool, dass du weggesprungen bist. Achso, ja, ich habe gar keine Stöcke mehr.
Gut, dass ich noch zwei Körbe gepostelt habe. Ja. Die brauchen wir nicht, wie langsam hier unten. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Knochen reinpassen in dem einen Korb, da den linken. Nö. Okay. Es ist echt Zeit für Fallen und Mauern hier. Ja, wir sind ja jetzt fleißig dabei mit Fallen. Eine Falle. Eine richtig hübsche. Wir wollen sie ja auch dekorativ halten. Ja. Sollen ja nach was aussehen, so wie unser Hotel. Das ist ja auch eine hübsche Falle. Ich hab dir noch einen kleinen Happy aufgepackt. Ah, geil. Ich weiß ja, dass du nicht mehr satt bist. Echt? Woher? Ich bin eine Raupi. Eine süße, flauschige Raupi. Flauschi, flauschi. Was lachst du da? Ich bin wirklich süß und flauschig. Persönlich nehme ich die Paubrüssel. Ja, der sieht auch gleich, was ich davon halt siehst. Du. Metcalf. Das klärst du. Ah. Dafür. Darauf ein Stück Fleisch. Raupi, 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 Raupi. Echt mal. Ist so wie im Real, ne? Ja. Es nieselt oder regnet. Grau. Wie, ja, Real, wie das reale Wetter gerade. Und rein. Nein. Guten Tag. Hallo. Du wartest schon wieder auf Gäste? Nein. Ich will mal die Slingshot oder Hase auswählen. Pony, mir da gar keine ist. Das ist immer hilfreich. Da ist noch ein Knochen, ich will den Knochen. Wir müssen noch mal Lampen jetzt bauen, sonst werden wir unsere Schädel da nicht los. So, jetzt sind beide leer. Und ich hoffe, das war auch die erste Welle hier. Ja, wir bauen ja denn sonst auch Schädel an dem Dings da, an dem, ja, Totenkreis. Da können wir ja auch noch Schädel hinsetzen. So ist ja nicht. Ja, so, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Ja, genau, Spielplatz. Wir nennen das Spielplatz. Oh, da passt noch einer dazwischen. Ich glaube, dann sind wir auch schon fertig hier. Luki, ich komm. Oh, eine Dose. Ich eile, Chef. Ich eile. Mann. Immer diese Verspätung der Mitarbeiter. Tut mir leid, der Bus kam zu spät. Ja. Jetzt sind wieder die Öffentlichen schuld. Was geht das große Stoffcraften ja los hier? Hinter dir! Keine Zeit! Ich auch nicht. Hab Flug drin. Guck nicht so doof! Oh, die freuen sich schon fett auf den Spielplatz. Oh, die kommen mit. Au! Ivo! Habt ihr nur davon? Das ist nur mit Reservierung. Ja, so kann man auf jeden Fall auch seine Tücher loswerden hier, wa? Und seine Bäume im Wald. Bäume haben wir genug. Ja, heißt ja nicht umsonst The Forest. Ein sehr schönes Wortspiel, liebe Paubritz. Danke. Ja, bitte, kein Problem, immer wieder gern. Dafür ist sie da. Mach das Feuer an. Ich glaube, das wird so knorke aussehen, wenn das Ding fertig ist. Hoffe ich doch. Erstmal wird es, glaube ich, richtig bescheuert aussehen, durch die Baumstämme, die so ineinander, übereinander, sonstiges einander da umher kursieren. Aber das ist mit voll genau da bei dem einzigen Busch in unserem Hotel ist. Ja, ne? Das habe ich mir dann auch manchmal so schön gedacht, so. Aber gut,
Es ist halt eben am besten mittig da. Ja. Ohne dass wir da tausendmal reinrennen würden. Theoretisch. So. Zu präzise wollen wir das ja auch nicht bauen. So ungefähr halt, ne? Genau. Wollen das ja nicht mal übertreiben hier. Also akkurat wird es jetzt sowieso nicht. Da ist unsere Ausgangsposition schon verkackt. Aber ich denke mal, das geht klar hier. Seile, Seile, Seile. Weg. Nee, du bist weg. Seile, Seile, Seile. Ups. Feuer frei. Ja, hier kannst du wirklich feuerfrei bauen. Nur so lohnt sich auch der Stoff und das Gesammel. Und da wir ja jetzt eine Rutsche haben zum Stoffdorf. Ja, ne? Ach, sind schon vier. Gut. Hör auf zu frieren, Typ. Du musst arbeiten. Genau so sieht es aus. Ja, ordentlich arbeitet, dem wird auch nicht kalt. Genau. Das war der falsche Buchstabe. Au, jetzt krieg ich scharf. Dann geh ich mal WM, ich mach die Tuchparty hier zu Ende. Aber ich will hier nicht aufhören. Bin fast fertig. Dampti, dampti, dampti. Ach, ich fress ein Kräuterli, den geht halt schon wieder. Ich bin ja mal gespannt, wie das denn aussieht, so wenn so 1, 2, 3, 20 hier hängen. Wie, die hängen auch nicht. Na. Nicht, dass wir den Spielplatz umsonst bauen und der gar nicht genutzt wird. Ich glaube, so sieht das doch schon ganz nett aus. Natürlich stimmen jetzt die Abstände nicht so ganz, aber was soll's. Meine Tücher nähern sich dem Ende. Meine letzten drei Tücher hier. Na, guck mal, hier muss noch ein Seil ran. Muss hier überhaupt noch irgendwo ein Seil ran? Es fehlen aber noch so viele. Laut. 10 Stück? Hä? Ah, hier hatte ich eben noch Seil. Haben wir noch irgendwo ein Bauprojekt, von dem wir nichts wissen? Das frage ich mich auch gerade. Ach hier, bei einigen musst du dich da rangehen, dann wird das dir erst angezeigt, wird, dass da noch Seil fehlt. Bin doch wohl. Die Fackel wärme ich. So, 5 Stück noch. Also da, wo größere Lücken sind, da müsste ja noch Seil fehlen. Hier müsste bestimmt noch Seil fehlen. Naja, hier fehlt noch einer. Siehst du, sag ich doch. So. Fehlt hier noch irgendwo Seil? Nee. Hier müsste noch Seil fehlen. Ja. Ja. So langsam erkennen wir doch die Sache hier. 3 Stück noch. Hier müsste das noch fehlen? Ja. Ja. Ich mach mal weg. Ja. Tut mir leid, Leute. Aber Blödsinn mache ich immer mit.
Und hier noch einmal. Ja. Habe ich wieder einen Grund, Stoffi zu sammeln. Zwei Stück noch. Dann müsste das hier noch sein. Ich hole die Seil aus dem Dorf. Ja. Ich glaube, bis du zurück bist, habe ich das fertig. So, wo ist jetzt hier noch eine größere Lücke? Hier ist noch eine größere. Und das letzte Seil! Und... Yeah! Geil! So, jetzt muss ich mich aber aufwärmen gehen. La 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 la. Oh, uno momento. La 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 la. Machst du da? Nix. Was frage ich überhaupt? Also wenn die Powerbrise auch nur an einer Rutsche vorbeikommen würde. Ich wärme mich jetzt auf. Ah. Und Popo. Ah. Da oben laufen sie. Am Spielplatz ist aus wie so ein Kettenkarussell, ne? Ja. Ja, vom Weiden sieht das richtig nice aus. Wie geil. Ein Glück, dass sie das reingepatcht haben, dass du nur noch einen Hammer angezeigt kriegst, weil sonst hätten wir jetzt 100 Hammer. Der Vogel dreht durch. Dubstep. Ja, der Vogel macht Dubstep hier. Dubstep Zauberflöte. Wundert mich ja irgendwo nicht. Was denn? Wundert mich ja nicht. So, Stöcker. Ja, jetzt können wir Stücke hart sammeln, ja. So, dadurch, dass ich ein kleines Schädchen bekommen habe, müssen wir uns leider noch was treffen. Danach müssen wir wieder Alofera sammeln und Ringelflumen sammeln. Ja. Wow, 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 wow. Und hauen die ab? Nee, ganz. Renn voll vorbei und rinn. Nice. Ich habe keine Stöcker. Nope, ich auch nicht. Aber im Hotel sind wir ja vorbereitet auf diese Situation. Können wir den einmal zerhackstückeln? Hast du Hunger? Raubi hat wieder Hunger. Alles, was du willst. Ist cool. Ich habe zwei Stöcker. Ich bin voll reich. Aber Raubi, musst du das? Ich hab voll mit so einem Gedöns. Das hat deins bestimmt doch schon vergammelt, ne? Ja, aber ich will das trotzdem behalten. Warum? Da sieht die Ecke schön voll aus. Hab ich das ja, in diesem Loch. Lol. Bin komisch. Aber so. Meine Decke muss voll sein. Oben noch Seile, so. So. Dumm, dumm, dumm. Raubi wartet auf Mom. Raubi. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Raupi heiße. Ja, und wie ihr seht, da hinten läuft sie wirklich im Kreis. Ja, habe ich wirklich gemacht. Ich weiß, ich hab's gesehen. Sogar mit Ducken so. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Flauschi Raupi heiße. Ich sollte mein Steam-Namen umbenennen. Flauschi Raupi? Ja! Nee, Powerbrise passt auch gut zu dir. Flauschi Powerbrise? Flauschi Powerbrise. So, es liegt Essen umgehört. Ja, das. Noch zwei leckere Ärmchen kannst du dir noch wegkrallen. Hier gibt's hier keinen. Solltest dich aber beeilen, sonst wären die, glaube ich, Knochen. Och, dann wären das Knochen. Mir ärgert mich, dass ich hier kein. Keine Seile sind im Dorf. Keine Seile? Nee. Denn wahrscheinlich in dem anderen Dorf, wa? Ja, und jetzt frage ich, was ist der Dorf oder Boot? Ich glaube Boot. Da, wo du gerade bist, glaube ich Boot. Egal, wir haben jetzt immer Stöcker und Steine zusammen.
Stöcker und Stämme, so heißt das hier. Ich wollte gerade sagen, Steine brauchen, glaube ich nicht. Open. Da ist das Karussell. Ja, das sieht auch aus, ne? So. Fotosession. So. Dann suchen wir mal Stücklis. Ja, nein. Da macht einer schon Stimmimis. Na, die 200 Baumstämme her. Ich hab da so eine Ahnung. Und wieder ein Stück Wald, das flöten geht. Wollte ich auch gerade sagen, jetzt geht unser Mini-Wald flöten. Aber wer das eine will, ne? Ja, und so ein Kettenkarussell ist schon was Feines. Ja! Vor allem, wie die nachher dran bamseln. Das kommt nachher richtig gut. Das ist ja wirklich wie ein Kettenkarussell, wenn die sich noch so bewegen. Müssen wir dann auch Sitze dran bauen? Wir nehmen Eintritt wieder. Kopfübersitze. Ja. Eine Runde kostet 5 Knochen. Oh, da hat schon einmal was geplinkt. Eine Falle ist, glaube ich, fertig. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich beim Bauen nicht auch noch reinrenne. Ja, ich wollte gerade sagen. Weil das ist das einzige Seil schon fertig und ich häng drin, weißt du? Yeah, das wird so cool. Coolie, coolie, cool. Baumstämme rein, nicht mal ansatzweise reichen. Nein. Dann nicht mal mit aller Augen plus Hühneraugen zu drücken. Nee. Dim, dim, dim. Meinst du, wir schaffen das Ding noch komplett fertigzustellen in dieser Folge? Also quasi innerhalb so von 5 Minuten? Ich fürchte nicht, liebe Pause. Meinst du? Also wenn mich da weiter ärgert, dann will ich da... Wer ärgert dich denn? Baum. Oh, sie knallt gleich. Der geht auch nicht so kaputt. Doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte auch gerade sagen, dass du nur den Baumstamm jetzt weggeschossen hast und das war's. So nicht. Der TZ ist hier der Waldkönig. Lass ihn hier von den Bäumen verarschen. Woher kommt das noch? Weiß schon, dass das die Waldkönigin macht. Na. Nur sie darf das. Das ist ja mein Ruhe hier. Nur ich darf ihn verarschen. Okay, ich sehe schon den nächsten Waldflöten gehen hier oben. Alter, kann man ja bald mal den Schlitten hier holen, ne? Ja. Wird ja langsam ganz schön weit hier, wenn ich hin und her renne. Kriegt Raupi gleich wieder Hunger. Ja. Das wollen wir nicht. Sonst hat sie bald alle Kannibalen aufgefuttert hier. Ja, dann haben wir nichts mehr zum Spielen für unser Karussell. Die Kunststoff wurde aufgefressen. Ja, ich ist immer noch ein Rätsel, warum wir hier die Bösen sind. Ich meine, die kann die behalten. Ja, ne? So langsam müsste man drüber nachdenken, glaube ich. Aber nur so langsam. Ja. So 1, 2, 3 Fallen bauten später. Mhm. Aber bis jetzt haben wir auch immer was Besonderes, ne? Jetzt einmal ein Karussell und dann ein Hotel. Also so langsam zieht sich das so durch unsere Map, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir immer irgendwas Besonderes haben. Müssen wir mal gucken, ob wir dabei bleiben können.
Dann machen wir noch ein Wald voller Bommels. Ein Bommelwald, den, ja. Ja, genau, ein Bommelwald, den wir uns denn selbst gegen die Eumelsbär knappen, dann die Dinger. Ah ja, ein Bommelwald, so wird das heißen. Dann habe ich schon meinen zukünftigen Titel. Machst du gerade Sticks? Ja, ich hatte gerade welche in der Hand, die wollte ich schnell loswerden. Weil nach dem Baum fällt nicht immer alles voll. Normalerweise, doch, komm hier. Normalerweise, geh in die Leere. Ja, dann habe ich mir auch dazu gedacht. Ja, so langsam wird das, warte, 150 noch von 200. Okay, hört sich jetzt erstmal nicht allzu viel an, dass wir erst 50 geschafft haben. Naja, da wir schon 50 weg haben. Ich würde das Ding ja gerne noch fertig kriegen. Könnte man ja auf Pause drücken. Ah, was? Dann drücken halt andere auf Vorspulen. Genau. Drückt auf Vorspulen, Leute. Na, ich sag mal so, lieber jetzt ein paar Überminuten. Als wenn wir nächste Folge wieder nur Baumstämme schleppen, anstatt was Neues zu machen. Ist das nicht ein Deal? Lieber Zuschauer? Komm, sag ja. Lass uns jetzt nicht doof dastehen. Ja. Ja, im Namen eines Zuschauer, ja. Da habe ich noch Signal oder sowas. Da fehlen noch so einige Sticks, ne? Oh, 17 nur noch. Das hätte ich nicht gedacht. Ja gut, wir brauchen ja auch immer Sticks in der Tasche, ne? Einmal für das Ding jetzt noch und dann für unser Hotel. So langsam müssten wir noch eine Sticktasche bauen. Reicht schon bald gar nicht mehr, was wir alles an Sticks brauchen. Ja, so ein Stick-Rucksack. Ja. Wir gucken nur die Sticks da oben raus. Ist ja auch geil. So ein Wiederhaufen laufen. Oh, ich habe Sticks gefunden, ich gehe kaputt. Okay, ein. Besuch! Wir sind noch nicht fertig! Das wird ja ein richtiger Freizeitpark, wenn wir denn nachher so einen Bommelwald noch bauen. Ah. Der anscheinend nicht mehr in der Nähe sein wird, weil alles in der Nähe abgeholzt ist. Ja, der Bommelpark kommt da oben hin, bei der Brücke, denke ich mal. Meinst du, von da kommen doch so wirklich welche? Eigentlich sind doch schon welche fertig. Die kaputt machen. Ranlocken. Geil. Hier, komm her, Kumpel. Aber warum wie viel denn der gefangen wurde? Guck mal. Nee, die anderen, die sind ausgelöst, weil ich glaube, ich daran vorbeigelaufen bin. Ha, geil. Oh, guck mal. Sitzt der bei dir auch so rum? Nö. Bei mir fährt da wirklich Karussell. Ja gut, jetzt brauchen wir wieder Stöcke, um die anderen da wieder fertig zu machen. Wir können die ja erstmal hängen lassen. Ja. Ich bin ja aufpassen. Hätten wir alle fertig gehabt, wäre der wirklich Karussell gefahren. Das sieht wirklich so aus, als wenn er rumfahren will. Ja, ja. Es funktioniert. Und da kommen auch schon die nächsten. Da hab ich gehauen. Dann lock ihn an das Ding. Das Problem ist beim Locken, man darf da selbst nicht zu dicht rankommen, das hatte ich eben gerade. Ja, nee, ich meine ja, der Hengst hat mich gehauen. Echt? Geil. Was lässt du dich auch noch von unseren Gästen schlagen, Mann? Echt schlechtes Psychos, lass uns von unseren Aufwand verkloppen. Alter, immer noch 120 Baumstämme. Böse Hänger, du. Ja. So, da brauchen wir mal so einen Energiedrop hier langsam. Ja, und die bin ich auch schon fleißig am Naschen. Nur Trojan. So, sind hier noch Stämme? Ja. Bye bye.
Mein Gott, heul nicht rum. Sei doch froh, dass du in unserem Freizeitpark bist. So, jetzt wollen wir uns mal die Taschen voller Stücke sammeln hier. Na gut, nehmen wir erstmal die mit. Dum, 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 di, dum, di, dum, di, dum. Na, was geht ab? Gefällt euch die Runde? Sehr schön. Richtig lustig wird es ja aussehen, wenn das wirklich alles voll hängt. Aber die Mengen, die immer an Tanzen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ey, hau nicht nach mir. Mann, ich muss die anderen Sitze auch wieder fertig machen. Dass du ein paar Nachbarn hast. Immer dieses undankbare Volk. Meinst du, das ist eine gute Idee, Paul? Na. Muss doch die Nachbarstühlchen doch wieder anhängen. Oh. Ein Lurch wurde erschlagen von dem Baumsturm. So loben wir uns das. Bei mir fährt er. Müssen echt noch mehr ersetzen, nicht schnell. So, 4 Stöckchen habe ich immerhin. Noch fehlen ja noch welche. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehe, haut er mich. Den hast du wohl verdient. Ah, hier war noch eine. Also egal, machst du schon. Ich hole mit neuen Bestämmern. Hä? Hier hatte ich doch eben gerade, dass die Stöcker waren. Da. Ein Stock. Hallo. Wir werden schon ruhiger, ne? Ja. So langsam gefällt dir die Nummer. Muss in die Dinger reingehen, dann wird das mit den Stöcken besser angezeigt. Au. Ja, das ist jetzt dein Stock. Da. Mann! Alter, was machst du denn da? War zu dicht beim E drücken, ne? Das ist gleich wieder aktiviert. Was denn? Oh, Baby, ist ja gut. Hm? Hm? Oh. Oh. Oh, mein kleiner Schatz. Spiel mal die Brust. Für Powerbrezel. Nein, kannst du nicht machen. Der scheint hungrig zu sein. Oh, wir sind schon im zweistelligen Bereich. Dann spiel nicht rum, sondern hot. Ich mache mich doch die ganze Zeit. Ja, sah aber nicht anders aus mit deinem. Ich renne dreimal in die Falle. Nein, das waren nur zweimal. Botschaft. Wo habe ich sie gehört? Ach, von da kommen sie. Ja, naja, eine Seite haben wir ja wenigstens schon mal fast fertig. Oder eine. Ah! Der ist mir gerade entgegengerannt. Wo ist er denn? Da. Nice. Problem erledigt. Ich habe keinen Energiemix mehr. Doch. Zack. Zack. Oh, guck mal, wie süß. Da hängen sie zusammen. Romantisch. Ja, richtig romantisch. Die fahren die Pärchengondel. Ja, wir haben alles gedacht. Die Kuschel-Lounge. Da ist noch einer. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen, ich muss jetzt Puzzle an Karussell, ich komme gleich. Alle schon mal einsteigen! Was geht gleich los? Oh, 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 oh. Komm her!
geil, hat geklappt. Oh, gut, dass hier hinten der schon fertig ist. Er ist in die letzten reingerannt. Weil ich einmal so schräg rübergegangen bin. Naja, Schwein ab. Jetzt hätte ich mit ihm noch einmal im Kreis laufen. Kommen schon die nächsten. Oh, 3, 4 Stück. Oh Mann, so langsam werden die Plätze ganz schön rar hier. Nice. Der nächste hängt. Der nächste hängt, der nächste hängt. Komm her. Na komm. Au. Au. Ah, fuck. Oh, nice. Das hat ihn noch erwischt. Richtig gut. Oh, war ja vor allem den Baum erschlagen. Ja. Wie das hier schon aussieht. Er hat auf zu hauen, das ist nicht nett. Man steht das Personal da nicht. Du kriegst die nie eine Freifahrt. Echt mal. Das ist doch doof, das ist doch. Nachher ist wieder rumgejau, die Fahrt war so kurz, weißt du? Das ist es ja immer. So, die Sticks sind auch weg. Aber was bleibt uns alles übrig, wenn die uns ständig hauen? Boah, da kommt noch einer. Das Problem ist, du musst echt am Vorbeirennen aufpassen, dass du dir nicht einen wegbratzen. Echt gemeine Kundschaft. Nun lauft rein hier. Okay, das klappt nicht immer. Oh, ich habe gerade Medizin genommen und da kriege ich eine drauf. So. Einmal. Was? Wie kommst du denn hier rein? Hier ist einer einfach im Hotel drin. Boah. Was eine Unverschämtheit. Ja. Oh, ihr dürft da nicht. Ihr könnt da nicht einfach so durchlaufen. Die waren schon hinter den Seilen. Wahrscheinlich bei den Unfertigen, oder? Nee, nicht wirklich. So, erstmal den Eingang reparieren. Oh mein Gott, was geht hier denn jetzt ab? Irgendwas passiert hier. Hier noch irgendwo Schäden, 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 Schäden. Nö. Mein Gott, das Karussell steht noch nicht mal und die rennt uns gleich die Bude ein. Hat die zerfetzt? Wer hat was zerfetzt? Die Jungs sind explodiert. Wieso explodiert? Unsere Kundschaft. Hast du eine Bombe geworfen oder was? Nee, die sind alleine. Ich hab hier nichts. Okay. Die sind auch. Scheiße, ich bin down. Die sind auch festgetütelt am Karussell, aber können trotzdem noch rauslaufen. Das ist ganz komisch. Hä? Ich weiß nicht, was mein Spieler wieder für Probleme mit hat. Ich wollte gerade sagen, irgendwas läuft bei dir da falsch. Aber wenn du Zeit hast. Ja, ja, ich bin schon unterwegs, muss da wohl erstmal trinken und so. Ja, erst trinken, das ist wichtig. Ja, bevor ich Schaden kriege, ich werde jetzt bestimmt gleich genug kriegen. Nee, ist ja alles richtig. Vielen Dank. So, jetzt ist hier Fresse alten Goo-Man. Wo ist denn der Rest deiner Goo? So.
Also bei mir sieht das alles ganz makaber aus hier. Hä? Warum liegen die denn hier unten? Die haben die entweder runtergeholt, die anderen, oder? Das kann wirklich sein, ja. Dann lass uns die mal wegbringen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Cut. Ja. Weil jetzt durch dieses Geeier ist es jetzt doch zu spät geworden. Doch zu viel Besuch. Ja, bedauerlicherweise. Aber ich bin mal auf deine. Nur noch 77 Baumstämme. Bei mir gehen ganz viele Seile weg jetzt vom Karussell Richtung Wald. Okay. Ab, ab, ab. Was für ein Leichenfest. Ich würde mal sagen, der Rest, der hängt, bleibt hängen. Ja. Können auch ein bisschen abhängen mit ihren Kumpels. So, gibt's hier noch irgendwo Leichen, die hier rumhängen? Alter! Hör auf zu schlagen. Ist aber nicht. Wir bauen euch hier einen Freizeitpark und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier rumzuschlagen, oder was? Die können hier rutschen, klettern, Karussell fahren. Und dann noch hier ein Zimmer nehmen und einchecken. Dass sie gleich mehrere Tage Fun haben können. Mehr oder weniger mehrere Tage, je nachdem, wie sie es schaffen. Aber wir kassieren natürlich gleich für mehrere Tage. Ja. Weil im Nachhinein, ne, sehen wir unser Geld ja nicht mehr wieder. Nee. So, zack, 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 zack. So. Müdig. So, wieder alle Knochen eingesammelt. Richtig gut. Ja, Leute, mit dieser Abschlussfahrt hier sagen wir auch auf Wiedersehen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn das ein, zwei, vielleicht auch drei Minuten länger gedauert hat. Aber gut, wir haben es versucht, das noch fertig zu kriegen. Aber ihr kennt uns. Naja, es kam jetzt ja was dazwischen, also. Muah, geil. Wenn wir bei der Forest. So. Länger machen, dann stirbt was nicht. Naja, aber wir haben ja schon unser Karussell so ein bisschen getestet, ne? So ein paar Opferleins haben wir schon drin. Der eine hängt in zwei Seilen. Auch nicht schlecht. Ey, du Homo, nur ein Sitz pro Nase hier. Oh, das ist aber echt dreist, ne? Hat er auch zweimal bezahlt? Ich glaube nicht. Also ein 30 kann ja nichts überbieten, diese Kannibalen und Eingeborenen. Ja, ich hab wie immer. Reichst du den kleinen Finger? Oh, der eine ist frei. Warum? Hauen die auch noch ab. Okay, er war frei. Achso, die verketten sich teilweise in den Seilen hier, weil sie zwei Seile nehmen. Haben wir vielleicht zu dicht gebaut, wa? Ach, was? Aber das muss ja aussehen wie ein Kettenhaus. Geil. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, welche Seile wir wieder fertig machen, weil teilweise hängen die an zwei Seilen und dann befreit man den einen. Ach so. Deswegen sind sie wahrscheinlich bei dir wieder frei gewesen. Das ist durchaus möglich. Oh. Bei denen kann ich jetzt nur durchhauen, weil er ein bisschen außerhalb hängt wahrscheinlich. Aber er haut mich immerhin. Ja, genau. Klopft euch gegenseitig, weil ich zu weit wegstehe. Wie die sich gegenseitig kloppen. Scheiß Jung. Also mein Kettenhaus funktioniert wenigstens. Ja, 53 Stämmchen haben wir noch. Ja. Haben wir noch ein bisschen was für die nächste Folge übrig gelassen. Und dann genau. Lassen wir uns wieder was Neues einfallen. Dann kommt unser Bommelwald. Dann kommt der Bommelwald. Ja. In dem ist immer knallt. Aber ich weiß nicht, ob der Bommelwald sich da oben lohnt, weil von da kommen ja kaum welche. Na, überlegen wir uns was. Oder? Und wenn wir den Bommelwald beim Dorf da hinten machen? Oder? Beim Hotel da? Das kriegen wir auch hin. Weil von da kommen ja wenigstens noch welche. Ja. Wir kümmern uns um unsere Kundschaft.
Genau. Wir wollen ja auch genau da bauen, wo die Leute eine dichtere Anfahrt haben. Genau. Zum Freizeitpark. Für die armen Leute. Eben. Laufen schon noch durch den Wald ganz Tag. Ja, und unsere Attraktionen sind nicht die günstigsten, also sollten wir doch mal ein bisschen gucken, dass wenigstens die Anfahrt günstiger gestaltet ist. Auf jeden Fall. Alles klar, denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Respekt, dass ihr überhaupt noch bis hierher gekommen seid. Und ja, dann. Bis nächste Woche, wenn wir uns weiter Blödsinn einverlassen. Genau. Tschüss. Ciao.